7 Jahre ist es bereits wieder her, als Supermassive Games Until Dawn auf den Markt geworfen hat. 7 Jahre, ist das zu glauben, so schnell vergeht die Zeit. Und jetzt, 7 Jahre später, haben wir ein weiteres Spiel von Supermassive Games, das den Spirit von Until Dawn einfangen soll, und zwar The Quarry mit David Arquette, ein cooler Schauspieler, den man unter anderem durch Scream kennt. Wir spielen heute gemeinsam, wir legen los, wir dippen direkt rein in die Story, denn dank 2K Games und Supermassive Games kann ich euch das Spiel bereits heute vorstellen. Wir spielen eine PC-Version und ihr da draußen könnt auch wieder mal was gewinnen. Es gibt einige Sachen zu gewinnen. Wir splitten das Ganze so ein bisschen. Jetzt könnt ihr eine Woche lang jeweils einen Key zweimal gewinnen für den PC, für die PlayStation oder für die Xbox, und das Spiel läuft auch auf beiden Konsolen, sprich eine PS4-Version ist auch gleichzeitig eine PS5-Version und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es geht, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und wir starten jetzt mit einem neuen interaktiven Horrorfilm. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr da draußen auch. Let's go! Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Uah! Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte.
Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ah, voilà. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Oh. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Ronald, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Na, Freunde, ich liebe es jetzt schon. Es sind eben genau meine Spiele. Sie sind so schön trashig, abschalten, mitmachen, eine Story genießen. Ich liebe diese Spiele einfach. Und wie schlimm sieht's aus? Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Da machen ja diesmal richtig große Hollywood-Schauspieler mit. Ich meine, den hier kennt man unter anderem aus Vacation oder Santa Clarita Diet. Die witzige Zombie-Serie mit Drew Barrymore. Okay, die redet nicht. Ich weiß nie, wann ich reden darf und wann nicht. Ja, also nicht wundern. Ich werde wenig reden, so wie es scheint. Max. Wieso hast du nichts gesagt? Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizgeräts vor. Überall ist besser als hier. Ach ja, natürlich habe ich die Frau auf dem Rücksitz gesehen. Wisst ihr, warum ich nichts gesagt habe? Weil ich genau weiß, dass jetzt ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, oh, da war eine Frau auf dem Rücksitz. Kies, Kies.
gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Ich will eigentlich alle durchbringen, deswegen bin ich entgegenkommend. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja. Okay. Okay. Viel Glück mit der Karre. Also ich würde mich hier nicht trennen, ganz ehrlich. Ihr wisst ja, jede Entscheidung könnte meinen sicheren Tod bedeuten. Denn natürlich wie in Until Dawn oder in den Dark Picture Games bedeutet ein Fehltritt, vielleicht hast du das Spiel versaut und verlierst später alle Überlebenden. Ich habe das Spiel natürlich noch nie gespielt, dementsprechend sind alle meine Entscheidungen jetzt komplett ohne irgendeinen Spoiler. Ich weiß also nie genau, was richtig, was falsch ist. Ich kann nur so entscheiden, wie mir eben mein Gefühl sagt. Aber eins weiß ich genau, man sollte sich nicht trennen. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre mit meiner Freundin, ich würde sagen, ey, ich komm mit. Ich komm mit, Babe. Was haben wir denn hier? Eine alte Kiste oder ein Koffer oder sowas. Oi, Sexspielsachen. Gut, Moment, ich will den Hinweis sehen. Entfesselungskunst, Truhe. Entfesselungskunst, Truhe, Prolog, Wald. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehört sie einem Entfesselungskünstler. Ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Wirklich? Es könnte auch eine Zwangsjacke sein. Irgendwas habe ich sogar schon übersehen. Freakshow. Okay, ich habe sogar schon irgendwas übersehen. Hier sind irgendwelche Sachen von einem Wanderzirkus, als ob. Kann man sprinten? Man kann ein bisschen schneller gehen. Moment, wir hatten noch hier eine Abzweigung. Ah, ja, das ist auch immer so eine Sache. Man muss die Sachen sich ab und zu aus unterschiedlichen Winkeln angucken. Gut, jetzt ergibt das mehr Sinn. Da ist ein Plakat von einem alten Wanderzirkus. Harum! Skarum, Plakat, Prolog, Wald. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Er scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Okay, das war Hinweis Nummer 2. Dieses blöde Licht oder was das da ist? Ich kann irgendwie den einen Satz da, also das eine Wort, nicht richtig lesen. Okay, ein Plakat von einem Wanderzirkus. Zirkuskind ist weg. Na gut, gehen wir mal hier weiter. Also ob ich auch alle Sachen finden werde, ich weiß es nicht. Ich versuche gründlich zu sein, aber wie gesagt, ich habe es davor noch nie gespielt. Muss man wahrscheinlich eh wieder zweimal spielen. Und es gibt hier immer wieder Abzweigungen, wo ich nicht weiß, was ist der richtige Weg? Was ist das hier? Was zur Hölle? Was soll das sein? Unterschlupf? Silas, das Wolfskind. Okay, ein unheimlicher Wanderzirkus. Dieser kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier niedergelassen. Irks. Echt merkwürdig. Ja, wie jetzt vom Wald erobert. Das ist doch nicht natürlich. Irgendjemand hat Stöcke drumherum gelegt und möglicherweise Haus da drin. Das ist ja nicht überwuchert, sondern präpariert. What the?
Okay. Eine unheimliche Lady geistert hier rum. Im Spooky Wood. Aber hier hat sich nichts verändert. Ich dachte, sie ist vielleicht hier zum Käfig. Aber nö. Der gute alte Gruselwald. Ob wir hier wie in den Vorgängern auch irgendwelche Objekte finden, die uns quasi Hinweise geben über zukünftige Ereignisse. Ich meine, in Until Dawn hatten wir die Totems. Die alten Indianer-Totems. Die uns Visionen gegeben haben mit dem Schmetterlingseffekt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hängt da hinten jemand zwischen den Bäumen? Gott, kann ich mich hier umbringen? Das sind immer so die Momente, wenn man rennt durch den Wald und bricht sich irgendwas. Hier, Wurzelwerk, Vorsicht! Athletenmodus aktiviert. Max! Hey, was war? Was war? Bist du okay? Heilige Sprich Scheiße. Mit mir, was ist? Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, atmen. Es ist okay im Wald, da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, los geht's. Okay. Okay. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Eine Scheiße. Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max. Aber das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen. Hey, das reicht. Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, Max! Fuck. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Hat der Blut am Hals? Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. So, was haben wir hier? Irgendwelche Tutorials? Brauchen wir die? Ich glaube nicht, oder? Wir sind hier eigentlich alte Profis. Ach ja, das ist Ted Raimi, der Bruder von Sam Raimi, der unter anderem Evil Dead gemacht hat, Armee der Finsternis oder jetzt Spider-Man oder zuletzt hier Doctor Strange. Ja, Ach, keine Ahnung. Können wir ihm trauen? Ich bin einfach mal ehrlich. Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen? Ich bin immer noch ehrlich. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich denke,
Ich weiß nicht. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Ey, ich dachte, wir wären viel weiter irgendwie in den Wald da runter. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Ey, das ist ein freies Land. Ich meine, ich kann um die Uhrzeit machen, was ich will. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Okay, jetzt wird's irgendwie... Holy shit, der hat Blut am Hals. Ist das überhaupt ein Bulle? Bin ich schon zu tief drin in der Scheiße? Ich hätte lügen sollen. Diese Ehrlichkeitsnummer funktioniert heutzutage in Videospielen nicht mehr. Früher war es immer so. Wir fahren zum Motel. Können wir lügen jetzt? Wir tun so als, ey, alles cool. Ja, gut, gehen wir hin und dann machen wir es doch nicht. Okay, fein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Da ist nur ein kleines Problem. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Oh. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay. Kein Ding. Okay. Officer Creep, Alter. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Klar. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Wieso sitzt der Kerl noch da? Okay, wenn ich ehrlich bin, ja gut, der ist ein Creep.
Er hat Blut am Hals, aber hätte er uns umbringen wollen, hätte er es ja jetzt direkt machen können. Ich meine, wir sind lost im Wald. Ideal. Oder im Hotel wartet irgend so eine verrückte Kannibalenfamilie. Geil, Mann! Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... Was? Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja, also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Ich will ins Motel. Die Kannibalenfamilie. Ich glaube, der Cop war ein guter. Der wusste nur mehr. Hat's aber nicht gesagt, weil ihr wisst ja, wie die Cops eben so sind. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. So, das war's mit Folge Nummer 1. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Könnte cool werden. Es soll ja so viele Endings und Entscheidungsmöglichkeiten wie noch nie in einem Super Massive Games geben. Dementsprechend könnte sehr, sehr geil werden. Lasst eine Bewertung da. Denkt ans Gewinnspiel. Nächste Folge kommt ganz, ganz schnell. Auf Wiedersehen und tschüss!